Die Debatte über eine Berufspflicht für Jungmediziner geht weiter. Starkregen und Stürme sorgen für massive Schäden in der Steiermark und in Kärnten. Die nächsten Tage gibt es ruhiges Hochsommerwetter. Herzlich willkommen bei Aktuell am Abend am Donnerstag, den 13. Juli. Schön, dass Sie mit dabei sind. Auf der einen Seite gibt es einen Ärztemangel, auf der anderen Seite zu wenige Medizinstudienplätze. Eine mögliche Gegenmaßnahme, eine Berufspflicht für Jungmediziner nach dem Studium. Die Debatte darüber geht jetzt in die nächste Runde. Heute legt die Ärztekammer ein Gutachten vor, wonach das rechtlich nicht möglich wäre, beziehungsweise nur unter besonderen Voraussetzungen. Die ÖVP will an dem Vorhaben aber festhalten. Eine Berufspflicht für Jungmediziner. Der Medizinrechtler Karl Stöger hält das in einem Gutachten für die Ärztekammer für verfassungswidrig und unionsrechtswidrig. Doch es gibt Ausnahmen, wenn beispielsweise für das Studium ein Stipendium an eine folgende Berufspflicht geknüpft ist. Einen konkreten politischen Vorschlag gibt es allerdings noch nicht. Der Kanzler hält aber fest: Was wir immer gesagt haben, ist, es braucht Motivation und Anreize, aber es ist auch ein Faktum, dass wenn man in Österreich kostenlos studieren kann, in einem wichtigen Bereich auch da etwas der Gesellschaft wieder zurückgibt. Und man kann darüber vielfältig nachdenken. Allerdings ist der grüne Koalitionspartner Gesundheitsminister Johannes Rauch nach wie vor nicht von einer Berufspflicht für Jungmediziner überzeugt. Insofern sind politisch und rechtlich noch viele Fragen offen. Die Nachbesetzung der Leitung des Bundesverwaltungsgerichts lässt immer noch auf sich warten. Nun urgieren die Präsidenten der vier Oberlandesgerichte zum zweiten Mal bei der Bundesregierung. In einem Brief an Kanzler und Vizekanzler schreiben die Präsidenten, dass die bereits 7 Monate lang freie Stelle einen groben Missstand in der Republik darstelle. Seit 13. Februar liegt eine Empfehlung der Personalkommission vor, wer das wichtige Bundesverwaltungsgericht leiten soll. Beschlossen werden müsste die Besetzung der Stelle aber von der Bundesregierung. Der bisherige Amtsinhaber Harald Perl hat sich im Vorjahr in die Pension verabschiedet. Die ehemalige ÖVP-Ministerin Marie-Lise Flemming ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das bestätigt heute ihre Partei. Flemming war von 1987 bis 1991 Ministerin für Umwelt, Jugend und Familie. Von 1996 bis 2004 war sie außerdem Mitglied des Europäischen Parlaments. Damit ins Ausland. Die Ukraine wird bereits die dritte Nacht in Folge von Drohnen beschossen. Eine Person kommt bei den Angriffen durch herabfallende Trümmer ums Leben. Etliche Menschen werden verletzt. Rainer Mostbauer berichtet über die aktuelle Situation. Seit 503 Tagen herrscht Krieg in der Ukraine. Die Folgen sind verheerend. Ich habe auch diese Nacht zusammengekauert, im Stiegenhaus mit meinem Kind und meinem Hund verbracht, sagt sie. Nachsatz: Mögen die Russen so schnell wie möglich alle sterben. Herabstürzende Trümmer abgeschossener Drohnen hätten die Häuser beschädigt, sagen die ukrainischen Behörden. Der Präsident spricht seinen Landsleuten Mut zu. Am Heimweg aus der litauischen Hauptstadt Vilnius zeigt er sich zufrieden mit den Ergebnissen des NATO-Gipfels. Vor allem die zugesagten Kampfflugzeuge und Raketen hebt er hervor. Auch wenn Selenskyj ohne die erhoffte Einladung zum NATO-Beitritt nach Hause kommt, klar ist, der Westen hat einmal mehr die massive Unterstützung der Ukraine deutlich gemacht. Und in der russischen Militärführung brodelt es. Der Oberbefehlshaber der im Süden der Ukraine stationierten 58. Armee ist entlassen worden, da er Kritik an der Militärstrategie geübt hat. Es würde an geeigneten Systemen zur Abwehr und Aufklärung fehlen, so General Ivan Popov. Daraus jetzt abzuleiten, ein baldiges Ende des Krieges wäre in Sicht, ist wohl ein fataler Irrtum. Wir bleiben im Ausland. In Thailand gibt es heute eine kuriose Wende rund um die Wahl des neuen Premierministers. Pita Limcharoenrat hat mit seiner prodemokratischen Partei zwar die Parlamentswahl im Mai klar gewonnen, aber bei der formellen Abstimmung im Parlament ist er nun durchgefallen.
Kurz vor der Abstimmung sind Vorwürfe aufgetaucht, dass Pitar gegen die Wahlregeln verstoßen haben soll. Aber der wahre Grund der Niederlage dürfte sein, dass die Militärregierung, die sich 2014 an die Macht geputscht hat, offenbar noch immer mitmischen will. Sie hat zusätzlich Senatoren im Parlament eingesetzt, die nun mehrheitlich gegen den progressiven Kandidaten gestimmt haben. Nächste Woche soll es einen neuen Anlauf für die Wahl des Regierungschefs geben. Jetzt nach Österreich. Nach dem Fund einer Männerleiche mit mehreren Stichwunden am Donaukanal in Wien gestern früh sucht die Polizei jetzt mögliche Zeugen. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge handelt es sich bei dem Mann um einen 56-jährigen Obdachlosen. Die Tat selbst dürfte rund 350 Meter vom Fundort entfernt geschehen sein. Ob der Mann auf der Parkbank abgelegt wurde oder sich noch selbst dorthin geschleppt hat, ist noch unklar. Das Wetter derzeit lädt natürlich zum Sonnenbaden ein, aber Vorsicht, zu viel Sonne ist für Hautkrebs verantwortlich. Immer mehr Menschen werden mit dieser Diagnose konfrontiert. Das zeigen Erhebungen aus Ländern wie Großbritannien, den USA und Dänemark. Auch in Österreich ist dieser Negativtrend erkennbar. Ein Großteil der Fälle könnte aber mit dem richtigen Umgang mit der Sonne vermieden werden. Heute haben 50 Mal so viele Menschen Melanome wie noch vor 80 Jahren. Diese Erkenntnis stammt zwar aus Dänemark, sei aber auch mit Österreich vergleichbar, erklärt der Mediziner Christoph Höller. Genaue Zahlen für Österreich gibt es nicht. Wir haben bei uns die Fallzahlen von den Spitälern gemeldet. Es gibt aber keine Fallzahlerfassung im niedergelassenen Bereich, also bei den Ordinationen. Hier werden aber die meisten Fälle entdeckt und behandelt. Die Fallzahlen steigen bei allen Hautkrebsarten. Grund dafür ist, dass sich das Freizeitverhalten verändert hat. Mit den 60er und 70er Jahren wurden Reisen zu mehr erschwinglicher und gebräunte Haut in. Studien zufolge werden die Zahlen weiter steigen, denn wer heute ein Melanom bekommt, hat seine Haut oft schon in jungen Jahren geschädigt. Um sich zu schützen, sollte man die Sonne meiden, vor allem zwischen 10 und 15 Uhr, wo die UV-Strahlung am stärksten ist. Auch Kleidung und Sonnencreme mit einem hohen Schutzfaktor helfen, gefährliche Hautschäden zu vermeiden. Ein toter Wolf hat gestern für Aufregung gesorgt. Das Tier ist offenbar erschossen und dann bei Thulen in die Donau geworfen worden. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Tier ist an der Veterinärmedizinischen Universität Wien untersucht worden. Das Obduktionsergebnis liegt jetzt vor. Bei dem toten Wolf handelt es sich um einen 2-jährigen Wolfsrüden, der durch einen Schuss gezielt getötet wurde. Und es gibt auch Hinweise auf die Waffe. Ja, es ist offensichtlich Munition verwendet worden, die man auch bei Jagdgewehren verwendet. Hier erhalten wir in 14 Tagen dann das genaue Ergebnis, auch hinsichtlich der Munition. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Tier unmittelbar bei der Fundstelle in Thulln auch in die Donau geworfen wurde. Es müssen dort Zeugen vorhanden gewesen sein, nämlich wir suchen die Bevölkerung um Hinweise, insbesondere im Nahbereich des Auffindungsortes. Wer hat hier verdächtige Wahrnehmungen gemacht, insbesondere mit dem Versenken des Wolfes in der Donau? Und auch, wer kann vielleicht Informationen über den Schützen geben? Der Landesjagdverband verurteilt heute den Abschuss aufs Schärfste. Wer auch immer das getan hat, sollte auch die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Wir unterstützen hier auch die Behörden, wo wir können. Und diese illegalen Handlungen sind zu verurteilen. Noch dazu, wo es ja eine Wolfsverordnung in Niederösterreich gibt, die auch eine legale Entnahme eines Wolfes ermöglicht. Ein eigenes DNA-Gutachten soll nun klären, zu welcher Wolfspopulation der Wolf gehörte. In der Nacht auf heute hat es wieder heftige Unwetter in Österreich gegeben. In der Steiermark gibt es dadurch schwere Schäden. Die Autobahn A9 zwischen Trieben und Triglwang war lange wegen einer drohenden Hangrutschung gesperrt. Tausende Haushalte waren ohne Strom. In Kärnten hat der Sturm Häuser abgedeckt und Bäume entwurzelt. Mit voller Wucht ist der Sturm zwischen 2 und 3 Uhr früh hereingebrochen. Am stärksten betroffen war der Raum von Villach über Feldkirchen und den Wörthersee bis nach Klagenfurt und St. Veit. Bäume wurden entwurzelt. Sie sind nicht nur auf Straßen, sondern auch auf Autos und Häuser gefallen. Auch viele Dächer wurden abgedeckt. Rund 1400 Feuerwehrleute sind zu knapp 350 Einsätzen ausgerückt. Allein in Klagenfurt waren es rund 80, die Berufsfeuerwehr und die freiwilligen Feuerwehren zu bewältigen hatten.
Bäume haben Stromleitungen abgerissen, teilweise hat es gebrannt. 12.000 Haushalte waren vorübergehend ohne Strom. Bis jetzt am Abend konnten die meisten wieder an das Stromnetz angeschlossen werden. Die Arbeit ist aber gefährlich. Zufahrtswege wie hier ein Radweg bei Feldkirchen sind mit Bäumen verlegt. Andere Bäume wiederum sind nicht mehr standfest. Und dann gilt es auch für die Monteure vor Ort, die Lage zu beurteilen. Ist es überhaupt möglich, unter diesen Umständen hier zu arbeiten? Sicherheit ist für uns immer das oberste Prinzip. Und da kann es auch sein, dass wir dort und da einmal warten müssen eine gewisse Zeit, wenn es auch noch stürmt. Aber wenn wir dann die Arbeit als sicher empfinden, dann gehen wir die natürlich auch an und können die, wie auch hier, relativ rasch dann noch abschließen. Dieses Dach in Börtschach ist gegen 3 Uhr früh heruntergerissen worden. Die Feuerwehrleute haben es bei Sturm, Blitzen und Starkregen in dreistündiger Arbeit provisorisch abdecken können, bis heute die Firmen gekommen sind. Der Starkwind hat zum Glück nachgelassen, aber es hat halt gegossen. Also wir sind alle noch nass, die Kollegen. Und das war eigentlich die Herausforderung. Zum Glück hat es nachher zu den Morgenstunden aufgehört und da hat man mit einer Plane mal das Gröbste gesichert, weil die Familie natürlich, da ist alles reingerunnen in die erste Etage. Dieser mächtige Baum ist am Landspitz in Börtschach am Wörthersee entwurzelt worden. Am Tag hätten hier auch Menschen zu Schaden kommen können, in der Nacht war es menschenleer. Ja, das war eines von den besten Sachen, die uns jetzt passiert kann in der Situation, weil man sieht, es sind Parkbänke genau unter den umgefallenen Bäumen, also Gott sei Dank. Wegen weiterer umgestürzter Bäume und herabhängender Äste bleibt der Landspitz vorerst gesperrt. Dennoch ignorieren das heute einige und begeben sich in Lebensgefahr. Es gibt aber gute Nachrichten, das Wetter beruhigt sich, hier sind die Aussichten. Die Gewitter klingen über Nacht rasch ab und morgen setzt sich verbreitet die Sonne durch. Die Gewittergefahr ist dann gering. Es wird wärmer bei 28 bis 32 Grad. Durchwegs sonnig auch der Samstag. Mit föhnigem Südwind wird es dabei sehr heiß. Am Sonntag sind nach Westen hin Gewitter möglich. Überall sonst bleibt es trocken und heiß. Perfektes Wetter also für Sommerbühnen. Anja Gülgen-Meyer ist für Sie unterwegs. Ich melde mich heute aus Mörbisch. Auf der Seebühne ist heute Abend die Premiere von Mamma Mia, dem Musical-Welterfolg mit Hits von ABBA. Das sagt eh schon alles. Tolle Unterhaltung und gute Laune auf der Seebühne ist garantiert. Ich treffe die HauptdarstellerInnen und natürlich den Intendanten Alfons Haider. Um 19.45 Uhr geht's los. Ich freue mich auf Sie. Und direkt im Anschluss sind Sie in Nachrichten in einfacher Sprache und schöne Geschichten aus den Bundesländern in Österreich heute das Magazin. Wir freuen uns, wenn Sie dranbleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haben Sie einen schönen Abend.